1. Hey, wo wart ihr gestern? Wir waren im Kino. Meine Kollegin hat den Film empfohlen. Sie findet ihn so toll. Und, hat euch der Film auch gefallen? Ja, er war ganz gut. Und wo sind Maike und Leo? Ich weiß es nicht. Sie haben mir nichts von ihren Plänen erzählt. 2. Letztes Jahr habe ich am Marathon teilgenommen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr wieder. Echt? Vielleicht mache ich mit. Ich habe ja auch diesen Sommer mit dem Joggen angefangen. Aber heute bin ich zu müde. Lenny hat mich heute auch schon um 6 Uhr mit dem Auto abgeholt. Wir hatten einen Termin in Stuttgart. Das ist wirklich früh. 1. Manchmal möchte ich am Wochenende nur ein Buch lesen. 2. Vielleicht besuche ich im Sommer einen Sprachkurs. 3. Letztes Jahr war ich auf 8 Hochzeiten. 4. Kochen wir am Mittwoch zusammen? 1. Warum kannst du denn heute nicht kommen? Ich habe einen Termin vergessen. Da muss ich jetzt noch hin. Und danach? Das dauert bestimmt 3 Stunden, leider. Das ist dann sicher zu spät fürs Kino. Schade. Dann gehe ich mit Monika allein. Gute Idee. Aber wir können uns ja am Samstag treffen. Hast du da Zeit? Ja, gern. Dann machen wir das. 2. Vera, kannst du mit mir zusammen Mathe lernen? Du bist doch so gut in Mathe, Tina. Was kann ich dir denn da helfen? Aber ich war doch krank. Also, ich kann dir gern meine Sachen zeigen. Du kannst das bestimmt gleich. Mal sehen. Wir können ja sonst auch Arno fragen. 3. Kommst du morgen mit zum Wandern? Ich glaube, ich kann nicht. Warum denn nicht? Hast du keine Zeit? Doch. Und Lust habe ich eigentlich auch. Was ist denn das Problem? Ich habe keine Wanderschuhe. Welche Schuhgröße hast du denn? Vielleicht passen die dir ja. 4. Warum kommst du nicht zu dem Treffen? Warum gehst du nicht mit uns ins Kino? Warum hast du so viel Kuchen gekauft? Warum bist du so müde? Warum hast du heute keine Zeit? Ich gehe morgen ins Museum. Kommst du mit? Schade, das geht leider nicht. Morgen bin ich bei meinen Eltern. Wir können auch am Wochenende zusammen gehen. Oh ja, gern. Und wann möchtest du gehen? Samstag oder Sonntag? Samstag ist super. Am Nachmittag, so um 3 Uhr? Ja, das finde ich gut. 2. Ich möchte am Freitag eine Radtour machen. Hast du auch Lust? Da kann ich leider nicht, weil ich arbeiten muss. Und am Samstag? So um 11 Uhr? Geht es auch ein bisschen später? Vielleicht so um 14 Uhr? Ja klar, nachmittags geht auch. Super, dann komme ich gern mit. Und dann habe ich am Samstag noch einen Ausflug gemacht. Wer ist denn mitgefahren? Niemand. Maria hatte leider keine Zeit. Ich habe morgens den Zug genommen und bin in die Berge gefahren. Und was hast du da gemacht? Erst bin ich ein bisschen gewandert und dann war ich am See. Dort habe ich mich ausgeruht. Das war echt schön. Um 5 Uhr bin ich dann zurückgefahren. Ah, hattest du noch Pläne für den Abend? Ja, ich habe Maria getroffen.
Wir sind zusammen essen gegangen und danach sogar noch tanzen. Das klingt ja schön. Ja, war es auch. Das nächste Mal kommst du einfach mit.